Also wenn man so drüber nachdenkt, könnte man ja meinen, ja, so ein Schriftsteller, der macht halt, was ihm gerade einfällt und dann schreibt er halt mal 300 Seiten und das war's. Aber so einfach ist es ja nicht. Sprache hat ihre Grenzen. Sie bietet ungeheuer viele Möglichkeiten, aber eben auch wie Farben oder Bilder überhaupt, ist alles begrenzt, auch in der Sprache. Und es muss gestaltet sein und es muss den Leser überzeugen. Und um dahin zu kommen, braucht man dann in der Tat die Übung. Ich meine, sicher, man kann über alles schreiben. Die Frage ist, mit welcher Energie man das tut, ne? Ich könnte auch einen Roman schreiben, der in China spielt, bloß warum sollte ich? Einer dachte ich mir ganz am Anfang schon, in dieser Gegenwartsliteratur in Deutschland sollte den Versuch machen, die Ungleichzeitigkeit der Welt und ihre unversöhnlichen Widersprüche auch mal mit in die Literatur hineinzubringen, vor allen Dingen, wenn er wie ich das schon in der Familie teilweise hatte, also einen anderen Hintergrund. Ja, es gab natürlich im Westen später auch Leute, die reisten und die sogar Weltreisen machten und sowas. Aber es schien mir nie das Gleiche zu sein, wie diese Verbindung, die ich da früh in der Kindheit aufgebaut habe zu einer Fremde, die bis heute seltsamerweise auch in der Realität unglaublich fremd geblieben ist für alle. Ideologien sind nicht nur dazu da, Menschen umzubringen, sie sind auch dazu da, die Welt zu erklären. Möglicherweise zu einfach jeweils und hinterher sagt sich das immer leicht. Aber sie haben eine Funktion. Und wenn sie ausfallen, dann bleibt nichts als das, was Alberts Vater sagt, ne? Konsum und reine leere Reproduktion. Das ist auch ein Problem. Ich vertrete ja mehr eine Literatur, die nicht unbedingt super avanciert, formal vorgeht, sondern auch noch andere Register zieht. Es gab ja in den 80ern auch so ein Pathosverbot. Man könnte jetzt sagen, dass das eine Art Rückfall ist, die Literatur, die ich mache. Wahrscheinlich eher eine dumme Literatur im Vergleich zu diesen Ansätzen damals. Aber naja, das ist wie bei einem Schlagersänger. Ich kann halt nichts anderes.